Hi, mein Name ist Moritz Müller und ich bin der Drummer von The Intersphere. Und ich stelle euch heute mal mein ganzes Equipment vor. Es gibt ja doch einige Komponenten, über die man hier reden muss. Becken, Drums und Felle, Sticks und so weiter. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin seit 14 Jahren Pearl-Endorser und habe super Support von den Jungs und bin einfach total begeistert von diesen Drums. Es sind sehr dankbare Drums, die alles machen können, alle Lautstärkebereiche und vor allem im lauten Bereich sich super durchsetzen. Gerade bei The Intersphere ist es wirklich schwierig, ein Drumkit zu finden, was einfach auch in einer sehr hohen Lautstärke sich noch richtig gut durchsetzen kann, ohne dabei jetzt irgendwie platt zu klingen. Und Pearl Drums haben für mich schon immer einen super Klangcharakter gehabt, so dieses, also ich habe schon immer auf Pearl Sets gespielt, auch in meiner Jugend, und dieser Charakter ist sowohl bei den billigen und bei den teuren Sets auch immer vorhanden, dieser typische Pearl Sound. Bei The Intersphere spiele ich hauptsächlich dieses wunderschöne Reference Pure. Crystal Sparkle heißt das. Und das Kit habe ich jetzt auch schon echt 10 Jahre oder so. Das Besondere an dem Teil ist, dass es sich aus 3 verschiedenen Hölzern zusammensetzt. Also Birke, Maple und Mahagoni. Und ich habe mir sagen lassen, dass je größer die Trommeln sind, desto mehr Mahagoni-Anteil ist da drin. Und das ist es, was es so ganz arg besonders macht, bestimmt. ich bin super happy damit. Also ich spiele eine 24er Bassdrum mit 15 Zoll Tiefe. Aus dem Grund, weil die relativ große Bassdrum schon relativ viel Low-End produziert. Und ich durch diese sehr geringe Tiefe doch mit den 15 Zoll ein bisschen Attack rausarbeiten kann. Mich stört es oft, wenn eine Bassdrum zu tief oder zu lang ist, dass es eher was Boomiges hat. Und das stört mich dann eher. Also wenn ich was Boomiges haben möchte, dann wird das irgendwie über Logic oder so modifiziert. Aber ich gehe von der Bassdrum erstmal aus, dass sie genug Low-End hat und dass man nicht so weit in die Tiefe bauen muss. Die Toms spiele ich in 10, 12, 14, 16. 4 Toms, weil ich einfach diese Drum-Rolls relativ cool finde, nach wie vor. Ich habe mich noch nicht davon lösen können, wie bei zum Beispiel Relations in the Unseen. Ich finde, das hat halt auch so ein bisschen auch so einen Charakter der Band geprägt, weil ich schon immer mit 4 Toms hier in der Band gespielt habe. Natürlich sind die nicht dauerhaft in Betrieb, aber man hat halt einfach eine größere Auswahl, manchmal bei Balladen oder langsamen Nummern kann man halt eben auf die tiefen Toms gehen, und wenn es dann doch mal zur Sache geht und es relativ wild wird, wie bei Relations in the Unseen oder The Grand Illusion, dann finde ich es toll, so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, da ein bisschen zu spreaden und einfach eine größere Auswahl zu haben bei den Trommeln. Also wie gesagt, 10, 12, 14, 16. Genau, und stimmen tue ich das Ganze, also die Toms stimme ich meistens in Quinten oder Quarten oder in Terzen. Also nichts, was zu ausgefallen ist, weil sonst habe ich zumindest immer Probleme damit, diese vielen Trommeln dann musikalisch richtig unterzubringen.
Genau, bei der Snare spiele ich ausnahmsweise heute keine Pearl Snare. Ich habe viele Pearl Snares und ich spiele die auch alle regelmäßig. Pearl hat für mich zwei Snares gebaut, aus einem Stück Holz gefertigt. Die sind richtig klasse, super, ja, vielseitig einsetzbar und klingen richtig teuer, richtig geil. Mir ist vor 2, 3 Jahren oder so jemand über den Weg gelaufen, der gesagt hat, probier doch mal diese Bellbrass Snare von Tempest aus. Tempest ist ein Hersteller aus Hamburg, der unter anderem Snares aus Glockenbronze gießt. Und also wenn ihr mal in die Versuchung kommt, irgendwie auf so eine Snare drauf zu hauen, erstmal leise, weil das Ding ist richtig laut. Ich weiß, dass ich glaube, die Nevermind von Nirvana wurde, glaube ich, komplett mit einer Tama Bellbrass eingespielt. Ja, und deswegen war ich schon immer, weil ich auch ein großer Dave Grohl-Fan bin, natürlich war ich schon immer auch ein Fan von diesem Sound so. Und diese Bellbrass Snare ist wirklich der Oberhammer, ist sensibel, hat eine sensible Ansprache. Und wenn man will, kann die auch richtig unsensibel sein. So. Genau, und das ist auch der Grund, weswegen ich die habe. So einfach eine riesen Bandbreite und setzt sich im Notfall dann auch mal gegen 2 Amps und noch einen Bassisten durch. Und das ist nötig in dieser Band. Genau, weiter geht's mit den Becken. Ich spiele ausschließlich Sabian-Becken seit vielen Jahren und finde, dass es eine super Firma ist, die klasse Instrumente baut und sehr innovativ sind. Also für mich hat, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, waren die Becken eher träge und steif und so weiter. Und oder ja, also nicht so weich wie sowas zum Beispiel. Und ich muss sagen, dass da Sabian einen großen Beitrag geleistet hat, dass sich Becken so weit entwickelt haben, dass sie eben so klingen, wie sie heute klingen. Also ich habe hier einen 22 Zoll Artisan Ride in Medium. Setzt sich also sehr gut durch, gerade im Live-Bereich, wenn du auf großen Bühnen spielst, bist du mit dem Becken auf jeden Fall relativ gut dabei. Also es setzt sich sehr gut durch. Also gerade auch, wenn viel Crash-Becken-Alarm ist und Snare und Toms und so weiter, dann ist das Becken, obwohl es nur als Ride, nicht als Crash-Ride gespielt wird, doch noch sehr durchsetzungsfähig. Genau. Dann habe ich hier 3 Crashs aus derselben Serie, der Vanguard-Serie, unterschiedlich groß. Ein 18 Zoll, ein 21 Zoll und ein 22 Zoll. Weiter geht's mit der Hi-Hat, so dem Herzstück von dem ganzen Becken-Setup. Das ist eine 16 Zoll Hi-Hat, ist auch was die Firma Sabian für mich gebaut hat. Ist eine Artisan Hi-Hat. Das Besondere daran ist, es hat eben eine Übergröße und ist größer als 14 Zoll. Ähm,
Das Besondere daran ist, dass die Hi-Hat sehr weich klingt. Sie nervt nicht, sie klingt nicht giftig, wie so einige von ihren Artgenossen in 14 Zoll. Und man kann sie trotzdem sehr gut kontrollieren. Eine tolle Ansprache und man kann sie auch richtig geil bashen, auf jeden Fall. Also ist das Besondere, dass obwohl sie so groß ist, dass man sie doch relativ gut kontrollieren kann. Genau, und dann kommen wir zur Effektabteilung. Hier habe ich ein Splashbecken 9 Zoll aus der AAX-Serie. Manchmal spiele ich auch ein 7 Zoll noch dazu, dann kann man immer schön variieren. So. Das finde ich ganz cool. Und dann habe ich noch ein Trash-Becken auf der Seite. Das setzt sich zusammen aus zwei Becken, die einfach aufeinander gelegt sind. Einmal das Ozone Crash aus der Evolution-Serie, 16 Zoll. Und hier ein Ozone Ride, 20 Zoll aus der Legacy-Serie. Genau, und wenn man diese Becken aufeinander legt, bekommt man eben diesen Trash-Sound. Je nachdem, wie fest man hier die Schraube dreht, kann man auch den Sound etwas kürzer machen. Bei der Nummer Anti-Type ist das relativ häufig im Einsatz, des Becken. Also in den Strophen spiele ich das immer. Genau, also das ist so ein absoluter Signature-Sound im Schlagzeugbereich bei dieser Nummer. Genau, und das setzt sich extrem gut durch. Die Drums sind alle mit Remo-Fellen bestückt. Seit Jahren auf jeden Fall Riesenfan von der Firma, schon immer gewesen. Mein erstes Fell, ein Remo natürlich. Auf der Bassdrum habe ich ein Powerstroke 3. Das ist ein klasse Fell für Rock und Pop. Das hat so einen eingearbeiteten Dämpfring und das gibt halt einfach so ein bisschen Vordämpfung und ein bisschen mehr Masse. Da habe ich dann einen Phellem Slam drauf, der verhindert, dass sofort eine Delle reinkommt ins Fell. Vorne habe ich einen Ambassador Coated auf der Bassdrum. Das hat einfach eine sehr feine und präzise Ansprache im Vergleich zu einem Powerstroke 3 zum Beispiel oder zu einem doppellagigen, wo du eine gewisse Power erstmal reingeben musst, um überhaupt einen Sound rauszubekommen. Ich sage jetzt mal, von der Velocity kannst du wirklich hier anfangen, ohne Probleme zu haben. Und du hast sofort, geht die Bassdrum auf und macht auch einen Sub. Also nicht, dass ich bei The Intersphere auf dieser Velocity-Stufe spielen würde. So. Macht natürlich keinen Sinn, aber trotzdem ist es vom Spielgefühl her auf jeden Fall, fühlt sich das richtig an. Und das Frontfell tut ein bisschen mehr das umsetzen, was ich erreichen möchte. Genau, auf der Snare habe ich einen Control Sound encoded. Das heißt, da ist so ein Dot mit eingearbeitet, der auch verhindert, dass es schnell Dellen gibt. Ich finde aber dafür, dass es so ein Dot drauf hat, klingt es noch sehr offen und präzise. Also man hört immer noch die Obertöne sehr gut. Die Snare klingt nicht pappig, sondern hat einfach auch noch einen Ton, wo man zuhören kann.
Genau, auf den Toms habe ich einen Control Sound in Clear. Das ist ein totales Experiment. Ich habe mich total gewundert, warum diese Fälle überhaupt noch auf dem Schlagzeug drauf sind, weil ich kann mich erinnern, dass jetzt vor über einem halben Jahr habe ich beim Tontechniker versprochen, dass ich wieder die alten Fälle drauf tue, die ich normalerweise spiele, nämlich die Ambassador Vintage Encoded. Aber er hat gesagt, lass sie doch drauf, die klingen immer noch super. Also jetzt habe ich wirklich seit einem Jahr diese Fälle drauf und die funktionieren immer noch super gut. Aber normalerweise spiele ich die Ambassador Coated, die finde ich total klasse. Die sind auch auf der Rückseite drauf, bei allen Trommeln. Genau, Snare habe ich auch, ein Ambassador Resonanzfell. Sticks benutze ich Vic Firth 5B seit Jahrzehnten tatsächlich, muss man sagen, also bestimmt schon seit 20 Jahren. Hin und wieder benutze ich auch mal andere Serien, aber Vic Firth, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und eben diese 5Bs aus Hickory. Habe ich einen Rack stehen auf meiner linken Seite und da steht das SPDS drauf. Da feuere ich die ganzen Samples ab, die hier und da mal vorkommen bei manchen Songs. Kann den Klick hier steuern und genau, also ich hau mal drauf. Ist erschreckend laut. Hier kommt es aus meinen In-Ears raus. Genau, ich habe hier mein Monitorpult in der zweiten Etage. Das ist ein Allen & Heath ZED10. Da kann ich mir dann den Klick separat noch dazu mischen und eben die Stereosumme für den Monitor. Hören tue ich dann den ganzen Monitor-Sound mit meinem Stage Diver 2 von der Firma In-Ear aus Darmstadt. Und das ist ein Zwei-Wege-Hörer, ist relativ einfach aufgebaut. Es ist nicht mal ein komplett angepasster, sondern einer mit so Passstücken vorne drauf. Die machen richtig dicht und die haben auf jeden Fall einen sehr guten artikulierten Sound. Also ich hatte auch andere teure Hörer ausprobiert, die halt eine viel stärkere Basssättigung haben, aber die fand ich dann zu unkonkret. Also gerade wenn ich hier mit der Bassdrum hier Double Bass spiele, ist mir wichtig, dass ich doch relativ einen guten Überblick bekomme über das, was ich spiele. Wer will das nicht? Deswegen habe ich dann diese Zwei-Wege-Hörer ausgesucht und mit denen bin ich sehr zufrieden. Die sind auch sehr günstig, also kann ich nur weiterempfehlen. Okay, das war's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wahrscheinlich mehr als ich. Und für mich war es auch mal gut, nochmal über das Equipment zu reden, weil ich spiele das einfach seit Jahren und denke überhaupt nicht mehr nach, was ich da so jeden Tag verhau. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und denkt dran, es gibt Drum Playalongs. Ladet die euch runter. Die gibt's bei uns auf der Homepage zu kaufen. Und genau, habt Spaß dabei. Macht's gut.